Ja, mich kennen ja der ein oder andere Oedinger-Fan mit Sicherheit noch aus der Vergangenheit. Mein Name ist Halil Özçelik, bin für Capelli Sport Area Sales Manager für den Bereich Nordrhein-Westfalen und ein bisschen darüber hinaus auch zuständig. Unter anderem betreue ich den KFC Oeding. Ist für mich auch ein Stück weit eine Herzensangelegenheit durch meine Vergangenheit. Natürlich bin ich dem Verein immer noch verbunden und freue mich hier zu sein, die Jungs hier zu besuchen im Trainingslager in Antalya. Und ja, freue mich einfach darauf, dass ich hier bin. Ich bin Kai, ich leite das Europageschäft von Capelli Sport. Eigentlich aus dem gleichen Grund hier wie der Halil. Ich habe nicht so, niemals gespielt für Krefeld. Aber freue mich mal hier vorbeischauen zu dürfen, zu gucken, beim Training zuzuschauen. Ist für uns immer auch besonders, unsere Artikel in Aktion zu sehen, ein bisschen vielleicht mit den Spielern zu reden, zu gucken, ob die noch Probleme haben oder. Ne, das schneiden wir raus. Probleme gibt es nicht mit Capelli Sport. Nein, aber halt einfach zu schauen, wie es läuft und ein bisschen Rasen schnuppern in Belek. Halli, du hast ja schon ein paar Mal gegen den KFC mit Fischeln gespielt. Was war das für dich für ein Erlebnis, gegen deinen ehemaligen Verein zu spielen? Ja, das war schon komisch, weil ich war noch nie in der Gästekabine. Das war zumindest beim ersten Derby war es sehr, sehr komisch, in der Gästekabine zu sitzen. Und beim ersten Spiel war es halt nochmal ein anderes Feeling. Und als Mitte, zweite Halbzeit meine Uerdinger-Fans dann gesungen haben, Halli, du bist ein Uerdinger, hatte ich dann doch Gänsehaut. Das lag jetzt nicht daran, dass ich die zwei Tore danach bekommen habe, aber das war schon eine coole Atmosphäre. Also, das werde ich nie vergessen. Das bin ich den Uerdingern sehr dankbar, dass sie mir das so bei dem Spiel so das Feeling geben konnten. Was sagt ihr zu der Entwicklung vom KFC Oedingen? Die stehen ja jetzt momentan in der dritten Liga recht gut. Ich glaube, das freut Capelli natürlich auch, dass der KFC sich so gut entwickelt. Klar. Ich meine, das ist nicht unbedingt Zufall. Wir haben schon früh daran geglaubt, an die Vision, die der KFC hatte, die Vereinsführung hatte. Das hatte einfach Hand und Fuß. Es war kein wilder Traum. Wir wollen weiter nach oben, sondern da wurden auch die Aktionen entsprechend vorbereitet, dass es dann dazu kommen kann. Es ist nie eine sichere Sache, dass es dann so schnell auch funktioniert und so erfolgreich abläuft, ist dann natürlich überraschend, die Geschwindigkeit. Aber da haben wir eigentlich schon dran geglaubt. Wir sind natürlich froh jetzt, dass es so geklappt hat und dass wir von Anfang an mit dabei sein dürfen und dem KFC auch begleiten dürfen und unterstützen dürfen auf dem Weg dahin. Wir freuen uns auf weitere Erfolge. Was sagst du zu der Entwicklung? Ich weiß, du warst in der 5., 6. Liga, glaube ich, warst du bei uns. Jetzt 3. Liga. Was ist das für dich für ein Gefühl? Ja, in erster Linie freut es mich für die teuren Fans, die auch in der 6. Liga über alle Dörfer getingelt sind und mitgekommen sind und mitgefiebert haben. In erster Linie freut es mich für die Menschen, die einfach tagtäglich für den Verein gelebt haben. Und natürlich begeistert das. Das macht die Arbeit noch mehr Spaß, wenn der Erfolg halt mitspielt, ne? Von Woche zu Woche im Stadion dann mitzufiebern. Und irgendwo ist man dann trotzdem dem Verein verbunden geblieben und man kann dem Verein auch über Capelli halt trotzdem weiterhelfen und man ist immer noch ein Teil vom Verein. Das freut mich persönlich halt auch sehr.